wir hier? Warte. So, good morning aus Ungarn. Schönes Wetter heute, heißester Tag der Woche, 30 Grad. Kommst du mit, Livia? Warte. Livia. Ich wollte jetzt gerade mal zum Wohnwagen gehen. Der steht da. Da haben wir nämlich noch einige Sachen drin, die wir jetzt hier brauchen. Spiele. Komm, Livia. Etty! Livia, komm. Mann, der hat den fast über den Haufen gerannt. Der kann es nicht erwarten. Komm. Ja, Etty. Komm mit. Dauert alles. Wir haben halt immer noch keinen Zaun, deswegen kann der Hund hier nicht frei laufen, weil der dann wahrscheinlich auf die Straße rennt. Möchtest du deine Latschen anziehen, Livia? Nein? Ja, wir schließen jetzt den Wohnwagen auf. Komm mit. Komm. Ja, wir bräuchten vielleicht eine Tüte oder so. Ja, es ist alles Baustelle, aber angeblich soll es jetzt in den nächsten Wochen hier abgehen. Das habe ich ja schon gesagt, bevor wir letzte Mal Ungarn verlassen haben, nach Deutschland gereist sind, nach Österreich gereist sind. Eigentlich sollte alles fertig sein. Nicht alles. Vieles fertig sein, wenn wir wiederkommen. Jetzt sind wir wieder hier und jetzt soll es passieren, wenn wir hier sind. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, aufs Trampolin. Soll ich dich mal da draufheben? Oh, dann geh wetzen. Ja. Husch, husch. Hüpfen, hüpfen. Also, es soll jetzt passieren, in naher Zukunft, dass die Einfahrt gemacht wird. Das wisst ihr schon, dass es betoniert wird. Dass der Zaun gesetzt wird, dass wir die Küche fertig kriegen, die Arbeitsplatte. Der Akku war leer. Naja, ich erzähle euch eh fast täglich, was noch gemacht werden soll. Das Wichtigste, finde ich, ist erstmal der Zaun. Dann kann der Hund nämlich frei laufen, bitte. Ach so, ja. Der Bernd hat ja gestern für mich hier, das ist auch wieder so eine neue Errungenschaft, ein großer Fortschritt. Wir haben ja die Wäscheleine, also Wäschespinne haben wir geholt. Und die muss ja ordentlich hier stehen, da hat der Bernd gestern mit Calvino hier gebastelt. Weil das, wir hatten das erst nur, nur diesen Pin in der Erde drin und dann ist die so hin und her geschaukelt, was mega doof war. Jetzt hat er mir hier so ein Mosaikgebilde gemacht. Ich finde es cool, einfach wenn es gerade steht und so. Und dann habe ich gesagt, wir hatten ja mal eine Zeit lang Steine angemalt in Deutschland noch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, halt so schöne Formen, Steine sammeln und bunt anmalen. Das macht total Spaß und uns hat halt die Zeit gefehlt in Deutschland, weil wir immer viel gearbeitet haben. Und ich habe gesagt, mit den Kindern male ich Steine ganz viele an und dann mache ich da Mosaik drauf. Genau. Es wurde gefragt, warum wir überhaupt eine Wäschespinne machen. Und nicht, ich zeige euch das gleich. Was soll ich machen? Nur hier festhalten. Dann kann ich hier nämlich. Okay. Ja, boah, die steht ja wie eine 1. Super, dann kann ich da morgen schön Wäsche aufhängen. Toll. Heute lassen wir es noch trocknen. Das wurde gestern gegossen, so, okay, der Beton. Ja, super. Richtig geil. Toll. Aber warte mal, guck mal, das ist hier verdreht. Oh. Muss ja noch mal zurückspannen. Ein Müh, dann mache ich das hier. Ja, jetzt ist super. Ist richtig? Ja, genau. Und ihr hattet in den Kommentaren gefragt, warum wir nicht hier, wo wir immer die Hängematten hinhängen, Leinen spannen. Wie ihr seht, da hängt eine Leine. Da habe ich auch Wäsche aufgehangen. Aber das sind jetzt, sage ich mal, schätzungsweise 6 Meter erstens. Wenn wir es hier auch hängen, hier laufen wir immer durch. Das stört total und man läuft dann immer wieder da durch. Das ist total ätzend. Und wir haben auch einen Wäscheständer, aber darauf trocknet es einfach nicht so gut wie auf einer Wäschespinne. Und deswegen haben wir uns die gekauft. Darf ich jetzt einmal den Schlüssel haben, Livia, damit ich in den Wohnwagen kann? Ich wollte unsere Spiele, auch dein Spielzeug wollte ich holen. Wir haben im Wohnwagen Spielzeug und hier im Haus. Und ich wollte mal alles auf einen Haufen machen. So. Genau, wir haben hier eine neue Matratze jetzt. Die kommt bei Calvino da rein. So. Tüten, die
kommen gleich ins Auto. Auch die ganzen Autos. Ja, das ist so viel Gewicht, was wir hier auch sparen dann. Und wir gehen ja auf Trödelmärkte, dann kann man mal hier und da ein neues Auto dann holen. Lieber. Ja. Mal alte weggeben. So, dann ist das alles wieder sortiert. Wir hoffen ja, dass heute endlich der Pool befüllt werden kann. Jetzt wird gerade hier nochmal abgegangen, ob spitze Steine sind. Wenn ja, dann werden die mit so einer Unterlegmatte, ihr wisst schon, dass es nicht spitz ist. Und wir chillen jetzt wieder in der Hängematte, Livia. Unser Hobby. Opala, stell dich mal hin. Du hast ein neues Spiel, ne? Ja, guck mal. Hier kannst du dich draufsetzen, wenn du möchtest. Oder rumlaufen. Oh! Wieder aufs Trampolin, Livia. Wir müssen unbedingt so ein Sonnensegel holen, was wir aufs Trampolin drüber spannen können. Weil, ja, da ist halt knalle Sonne. Nicht so angenehm. Aber da drunter kannst du auch gut laufen, ne? Ja. Ach Leute, das ist so geil, ne? Wenn man sich Träume erfüllt, das ist so geil. Einfach, ich erinnere mich daran, wie ich Calvino früher in den Kindergarten bringen musste. Morgens 6 Uhr aufstehen. Bitte? Ja, sofort. Ich erzähle eben was. Ich komme sofort. 6 Uhr aufstehen, das Kind wecken. Es war immer so, dass Kinder, also Calvino hat immer geschlafen, lange geschlafen. Ich musste den immer wecken, wenn ich früh raus musste. Und wenn ich ausschlafen konnte, dann war der immer früh wach. Also musste ich den immer wecken. Wie Kinder morgens drauf sind nach dem Wecken, wissen wir alle. Dann hatten wir immer morgens schon Stress. Also wenn ich quasi Calvino zum Kindergarten gebracht habe, hatte ich schon gearbeitet und dann zur Arbeit. Oh, ja, so ein Stress, den man sich da macht. Und jetzt ist alles so entspannt. Und ich bin so dankbar für dieses Leben, das, was wir uns geschaffen haben. Einfach ganz entspannt. Es ist egal, wann ich arbeite, wo ich arbeite oder auch Bernd. Wenn ihr diesen Traum habt, dann verwirklicht den. Das ist... Ich kann es immer wieder nur sagen, jeder kann das schaffen, jeder kann das schaffen. Und ja, gut, wir haben ein kleines Haus. Ja, es ist noch nicht fertig, aber es ist unser Haus. Es ist bezahlt und es wird nach und nach fertig gemacht. Und ist doch egal. Wir müssen ja hier drin leben und glücklich sein. Wir haben uns halt für 13.000 Euro ein Haus gekauft. Und das ist unseres. Wir wollten nicht monatlich diese Belastung haben. Guck mal, wir zahlen jetzt keine Miete. Wir müssen nichts abtragen oder tilgen oder wie auch immer das heißt, wenn man sich... ein Kredit fürs Haus aufnehmen. Das fanden wir halt sehr schön und positiv. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, lieber ein günstiges Haus, kleiner auch, aber es ist unseres. Genau. Livia, möchtest du Schuhe anziehen? Guck mal, deine Latschen. Dann piekst das auch nicht so an den Füßen. Komm, dann gehen wir auch im Pool. Hier, ich helfe dir. Guck mal. Ja, da sind nicht so viele Steine. Wir sind ja schon abgegangen, wo der Pool noch nicht stand. Ein spitzer Stein ist direkt ein Loch durchgedrückt, weil die sind ja auch ein paar Tonnen drin, ne? Ja. 16. Wie viele Liter passen hier rein? 16. Was, 16.000 oder 16? 16 Liter? Ja, ich meine auch. 16 Tonnen, die hier drin sind. Ich habe wieder nicht gestern geguckt wegen dem Chlor, wie man das dosiert. Heute muss ich es machen, wenn das Wasserwerk funktioniert. Der ist doch... Jetzt hoffen wir doch mal, dass das Wasserwerk heute funktioniert. Der ist doch... Pass auf mit Brennnesseln und... Ja, sollen wir wieder anziehen? Du das auch machen, und ich schließe das Wasserwerk an. Der ist 5 Meter breit, ja, unser Pool, oder? Oh, Olivia, Vorsicht. Da rein, da rein, zack. So. Papa nimmt dich, geh gucken. Wenn du möchtest, schon mal das Spiel aufbauen. Wir wollten jetzt eine Runde Siedler spielen. Livia ist gerade eingeschlafen. Der Bernd ist unterwegs, weil, ihr glaubt es nicht, der Brunnen ist leer. Der Pool ist
so tief befüllt und dann muss das immer nachlaufen. Ach ja, und deswegen ist der Bernd jetzt eben nochmal zum Baumarkt gefahren, um einen Schlauch zu holen. Dann können wir es nämlich hier anschließen an der Waschmaschine, weil wir jetzt nicht die Zeit haben, den über 4 Tage zu befüllen. Ach ja, und wir holen einen längeren Schlauch, weil nicht ein... Genau, also pass auf, der Schlauch von der Pumpe reicht nicht bis hierhin. Deswegen muss er entweder ein Stück holen, womit wir verlängern können, oder einen längeren an sich. Und wir holen einen längeren an sich, weil dann können wir immer, wenn der Brunnen wieder voll ist, beides laufen lassen, in der Hoffnung, dass wir ihn heute voll kriegen. Ich räume jetzt eben die Spülmaschine aus und ein und habe den Staubsauger hier schon mal startklar gemacht, während wir gleich da am Küchentisch sitzen und spielen. Kann der dann saugen? Entschuldigung, fein bist du. Und ich muss hier eben die Teppiche wegräumen. Guck mal, hier ist alles vom Rein und Raus immer. Teppiche weg, damit der Sauger hier schön saugen kann. Zack. Calvino baut in der Zeit das Spielfeld auf. Ach, das weißt du doch. Wir haben das große Siedlerspiel, also diese Erweiterung, dass man mit mehr Personen spielen kann. Jetzt muss ich den Staubsauger einmal hier weghiefen. Zumindest an die Seite. So, genau. Die kommen wieder. Ja. Und wenn man einmal anfängt, ne, dann sieht man es wieder an jeder Ecke rumliegen. Egal, boah, es ist so richtig sommerlich draußen. Das ist so schön. Gleich gehen wir auch wieder raus. Es ist ganz gut, wenn die Maus Mittagsschlaf macht, dann ist diese Mittagshitze halt weg, wenn wir gleich rausgehen. So. Ich möchte es euch schon den ganzen Tag sagen und vergesse es immer wieder. Aber heute Abend kommen wir live. Wir verlosen 3 PDF-Kochbücher von uns, die wir geschrieben haben. Und zwar bei Bernd auf dem Kanal. Der ist unten verlinkt. Der hat ja auch einen YouTube-Kanal eröffnet. Und zwischen 20 und 21 Uhr kommen wir live, je nachdem, wann Livia eingeschlafen ist. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch dabei seid. Ihr dürft mir in die Karten schauen. Ich bin rot. So habe ich gewählt. Wir haben jetzt gerade angefangen und haben uns das genommen, wie wir gesetzt haben. Und jetzt geht's los hier. Guckt euch das an, der Calvino. Der hat jetzt hier schon eine Siedlung gebaut. 2 Schafweiten und der ist am 2:1 Schafhafen. Ich werde heute abgezockt hier. Ich bereite schon mal Essen vor. Bernd ist gleich wieder zurück. Ja, dann können wir zusammen Mittag essen. Heute gibt es gesunde Potato Wedges, gesunde frittierte Zwiebelringe. Und gesunde Chili Cheese Nuggets, alles frittiert in unserem gesunden Öl. 5 Liter für 5 Euro. Wir wurden gefragt, was hier das Öl kostet. 1 Liter ungefähr 1 Euro. Und dazu gibt es noch hier Mikrowelle. Brokkolinski habe ich gekocht. Das wird nur aufgewärmt. Ich habe den Tisch gedeckt. So, genau. Auch einen Salat gibt es dabei. Damit hier keiner sagt, wir essen nur Schrott. Und was wollte ich noch sagen? Er hat alles bekommen für den Baumarkt. Ich hoffe, das läuft gleich mit dem Pool. Wir waren nämlich, oder ich war heute schon kurz davor zu sagen, wir lassen das jetzt sein mit dem Pool. Weil es hat jetzt 3 Tage, glaube ich, in Anspruch genommen. Und am Ende befüllen wir den jetzt mit hier normalem Wasser. Ich weiß gar nicht, was der Liter Wasser hier in Ungarn kostet. Ich hatte das mal, oder wir hatten das mal in Deutschland ausgerechnet, da hat diese Poolfüllung, glaube ich, so 45 Euro gekostet. Ich könnte ja mal googeln, ne, was ein Liter Wasser in Ungarn kostet. 16.000 Liter sind das, oder Calvino? So, nach mehreren Tagen und Stunden des Versuchens, Machens, Fahrens ist jetzt, es läuft das Wasser aus der Küche, also Leitungswasser läuft jetzt rein. Es war die Frage, Bernd, wie viel kostet 1 Liter Wasser? Bitte? Wie viel kostet 1 Liter Leitungswasser? 1000 Liter, wenn dann, keine Ahnung. Ja, meine ich ja, 1000 Liter. So, Abwasser ist also das, was wir jetzt machen, das kostet, weiß ich nicht, vielleicht. Ja, aber Euro. Das wird ja direkt mit berechnet, Abwasser. Nein. Ja, natürlich. Okay.
Okay, dann wird das direkt mitberechnet. Du hast doch kein Zählwerk für Abwasser. Haben wir das nicht? Nein. Also habe ich noch nie gehört, dass jemand ein Zählwerk... Weißt du, was wir zwei Pumpen haben? Ja. Vorne drin, zwei Wasseruhren. Aber, nur mal fragen. Oh. Wir sind jetzt hier. Im Pool. Ja, komm her. Komm. Wir chillen jetzt hier. Wir haben nicht wieder... Wir kühlen uns ab. Und das Wasser ist schon richtig warm, weil das ja jetzt schon den ganzen Tag hier in der Mittagssonne ist. Ja, durch den langen Schlauch, der jetzt hier verteilt liegt. Ja. Ja. So sieht es jetzt aus, wenn man hier rausguckt. Ganz schön, oder? Die Aussicht eigentlich. Aber es ist sehr doof, hier reinzukommen. Wenn wir hier diesen Graben, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ja, Livia. Livia! Das ist doof. Wegen. Ja, weil das doof wegen ist. Über dem Hügel gehen. Ja. Aber da wird ja alles eingeebnet und ja, dann würde ich einen Spalt wie so einen Durchgang machen, ausheben. Ja, wo man richtig vernünftig zur Leiter gehen kann. Nicht vernünftig, halt schon ein paar Stufen gehen muss. Ja. Soll ich hier erstmal ausziehen? Da ist nämlich kalt vielleicht und nass. Ja. Also da ist das Wasser kalt, da ist es tiefer. Der ist nicht gerade, der Pool. Ja, ja, das wusste ich aber vorher. Oder das machen wir noch. Zeit. Ja. Das Wasser läuft ja jetzt. Ein bisschen war die Küche überflutet gerade, aber jetzt läuft's. Und wir können wieder uns den wichtigen Dingen des Lebens widmen. Wir haben jetzt hier im Smurfy ein bisschen Schatten gemacht noch. Es ist echt warm, aber schön. Richtig schön. Die hat eine blaue Zunge. Ja, wegen Wassereis. Der gibt, beißt das 3-4 Mal ja, aus 15 runter. Gibt dem nicht zu viel Eis, ne? Nein. Wegen kühl, also ist er zu kühl, hatten wir ja mal gelesen. Ja. Wir hatten dem Smurfy früher immer Bockwurst-Eis gemacht. Oder auch gefrorenen Pansen gekriegt. Ja, das soll man nicht. Für Hunde ist das nicht gut, haben wir mal gelesen und seitdem unterlassen wir das. Der Bernd hat ja hier die Waschmaschine abgeschlossen heute, weil wir den Pool hier aufgefüllt haben. Und der ist noch nicht voll. Ich glaube, wir haben so die Hälfte geschafft. Und morgen müssen wir noch die andere Hälfte auffüllen. Deswegen wasche ich jetzt über die Nacht eben ein bisschen Wäsche. Und morgen geht es dann weiter mit dem Auffüllen, weil natürlich lassen wir über Nacht nicht weiterlaufen. ja, ich habe mich jetzt heute so weit gar nicht mehr gemeldet hier am Nachmittag. Wir haben halt viel mit den Kindern gespielt, Zeit verbracht im Garten, hier drin. Ach, einfach einen richtigen Familiennachmittag gemacht. Bernd hatte noch Gardinenstangen angebracht. Was ist denn das denn so nass? Mein Handtuch. Genau, die Gardinenstangen hängen jetzt im Schlafzimmer. Die Gardinen sind auch schon dran. Und bei Calvin im Zimmer sind die Jalousien dran. Ja, und sonst war es eigentlich ganz ruhig hier. War richtig schön und entspannt heute mal. Haben so ein bisschen Urlaub auch gemacht. Das Wetter genossen. Wir hatten 31 Grad heute hier. Das tat richtig gut. Mal so ein bisschen zu entspannen. So, jetzt mache ich hier die Kochwäsche an. Ja, gut. Ich habe die ganze Zeit erzählt und nichts aufgenommen. Also, wir hatten einen wunderschönen Nachmittag mit der ganzen Familie draußen im Garten. Der Pool ist zur Hälfte ungefähr voll. Also zur Hälfte, wie es gefüllt werden muss. Das war laut. Und weil wir das ja hier jetzt angeschlossen hatten, das Poolwasser und die Waschmaschine abgeschlossen haben, konnte ich nicht waschen. Und morgen kann ich auch nicht waschen, weil wir weiterlaufen lassen müssen. Deswegen wasche ich jetzt über die Nacht. Wir lassen natürlich über Nacht nicht den Pool weiterlaufen. Hier lädt Bernds Akku, deswegen ist das so laut gerade.
Genau, also es war ein ganz entspannter Nachmittag. Wir haben viel Zeit mit den Kindern verbracht, deswegen hatte ich mich gar nicht mehr gemeldet. Sorry. Und ich wollte euch sagen, wir sehen uns gleich beim Livestream. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Um 20 oder 21 Uhr, je nachdem wie Livia einschläft, kommen wir live und verlosen 3 PDF-Kochbücher auf Bernds Kanal. Der ist unten verlinkt. Herr Bernd heißt er hier auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis morgen in alter Frische. Da kommt der Herr Bernd. Bis gleich.